Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Erste Runde wie die davor. Zweite Runde Text, 16 Bars, das wäre das Ideal. Und wenn dann immer noch keine Entscheidung getroffen ist, dann würde es eine A Cappella-Runde geben. Habt ihr Bock auf diesen Shit? Dann seid mal jetzt alle ruhig. DJ P, gib mir ein Beat. Ach ja, scheiße, wer fängt an? Ja. Fang einfach an. Ja. Guck dich an, du bist nur ne Bauermösch. Ich schlag dir auf den Kopf, danach sind wir auf Augenhöhe. Aber ey, ihr habt nur peinliche Flows. Leute, jetzt rapp ich auf seinem Niveau. Und es geht weiter, ha Juken. Ich komm als Mike, so ein Rapper kann man nur schwul nennen. Aber ich find den Lulatsch nicht ohne. Seine Freundin hängt täglich an meiner Gulaschkanone. Hey, alles klar, yo, du kannst davon nur träumen, denn ich stehe solo am Mike und ich hab gar keine Freundin. Du kannst da von mir ficken, wen du willst, von meiner Crew. Im Endeffekt gehören da auch wiederum dann zwei dazu. Und ich weiß nicht, was mein Niveau ist da unten, wovon sprichst du? Keine Ahnung, ey, ich sag dir, ich brech dir dein Genick, nu. Aber das alles verbal, okay, die Runde ist nicht stark. Doch ich glaub, ich mach es besser als du und hau ordentlich auf den Quark. Ja, deine Freundin gab dir letzten Laufpass. Du hast keine Freundin, weil ich sie dir gestern geklaut hab. Aber scheiß drauf, jetzt einfach mal zum Geburtstag. Ich kack dir heute jetzt einen krassen Schnurrbart. Was geht ab, das ist Pirate MC. Aber scheiß drauf, in meinem Ohr ist eine Melodie. Aber ich bin dope wie ein Drogenschmuggler. Pirate, du bist für mich nur Kanonenfutter. Ja, okay, kommt schon, ich erzähl euch ein Geschichtchen. Ich mein, da ist der Zwerg, wo verdammt man ist Schneewittchen? Wo ist die Alte hin? Ich seh sie nicht. Alles klar, du weißt, dass du hier heute nichts als Spesen kriegst. Das heißt, du gehst deine Bar bezahlen, gehst deinen Flug bezahlen. Ich meine, im Endeffekt ist mir dieser Scheiß egal. Aber lohnt es sich denn wirklich? Ist es wirklich sowas von billig? Zu sagen, ich komm vorbei, dir her und dann chill ich. Egal ob Schneewittchen oder Rumpelstilzchen, ich mach aus deiner Freundin Humpellieschen. Ja, yeah, denn ich fix einfach in den Arsch rein. Ich knack seinen Scheißschädel so wie ein Sporschwein. Er ist der Staatsfeind und zwar gegen mich. Aber scheiß drauf, weil ich dein Mädels zerfick, Digga. Was geht ab, weil ich den Mädel anbieter? Er hat das Gebiss eines Säbelzahntigers. Ja, deswegen weiß ich zu, du bist scheiße, du bist ein Vollidiot. Deswegen sag ich, komm schon, lass das Mike in Ruhe. Du hast das nicht verdient, ich meine, ich zieh dich gleich am Kabel weg. Denn ich glaube, ey, ohne Scheiß, ich tadel jetzt, du redest Dreck. Es hat keinen Zweck und ich versteh kaum ein Wort. Und denk, ey, ich komm mir hier grad vor wie beim Bauernsport. Als würden wir irgendwie Schach spielen und Kühe scheißen auf den Rasen. Ey, du kannst mir nachher irgendwie da hinten einblasen. Okay. Ich möchte eure Hände sehen für Jack Dragon. Ich will eure Hände sehen für Pirate. 1 zu 0. Kommen wir zur Mathematik. Okay, er hat eben angefangen. Kommen wir zur zweiten Runde Text. Bestens wären 16 Bars. Wenn du mittendrin chokst und der andere mehr kickt, tja, wissen wir, was passiert. Okay, DJ Pete, bitte, gib uns einen Beat. Ich komm wie mit Hassel, den Captain an Deck. Die klappern die Nüsse, der Captain ist back. Sein Herz mit Schnauze wieder zurück. Mit dem hartesten, fettesten Track im Crack. Gold für die Ohren, blieb 2011er Eisen mit Feuer nach vorn. Spiel die Hits, der Titel ist heiß. Spiel Respekt und die Liebe am Mike. Liege ich falsch, spitz die Ohren. Hier werden brandneue Hits geboren. Von ganz hinten bis nach vorn. Den Arm hoch, schreien, give me more. Spitz die Dorn, Messer gewetzt. Schärf die Saar, Messer gewetzt. Alles klar, der frischere Text, der bessere Show, der bessere Act. Wir sind wie Fisherman's Friend. Alles klar, es gibt keine Band. Jetzt fang ich an zu freestyle, hab mit Joke. Ich sag, ich bin der Jam. Idiot. Hättest du mich wenigstens fast verarschen können. Wie vor 2 Wochen, Alter. So wie die meisten immer machen. Jack Dragon. Ja. 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 Geiler wie sie, spitze auf Beats, wie er sein Army macht. Der King wie Burger, Mac wie Donald, Snap wie Bugs. Bunnies von meinen anderen wollen alle meine Nummer haben. Nämlich Arnold, die hinterlasse Wunderschlampen.
Du solltest den Mund zu machen, witzig ganz richtig. Erinnert mich an 100 Rappen. Guck, ich bin sick, das ist ne echte Krankheit. Wir werden alle verurteilt wegen schlechten Funsteins. Scheiß aus, Schöpfer bring ultra beschissene Moves. Bring mich weg zum Beat, jetzt heißt es Rest in Peace. Lieber Kennedy, Tupac, Biggie und Bruce. Mit in der Buch, du hast ein Hitler-Tattoo am linken Fuß, obwohl du rechts hast. Scheiden dich, du Dreckspaß. Und deine Nazi-Freunde schicken mir einen Fanbrief. Was geht ab? Ich bin einfach nur das Maximum. Ich bin der Pepper, er macht von mir ein Praktikum. Okay. Dicker, es sieht so aus, er hatte zwei Bars mehr, oder? Pete. Pete ist derjenige für die Mathematik. Ich hab echt gezählt, ich hab wirklich gezählt. Das ist gezählt. Dann ist es 1-1. Und wir kommen zu unserer Lieblingsdisziplin. A cappella shit. Alles ist erlaubt, außer nicht battlen. Okay, schnick, schnack, schnuck, wer anfängt in der letzten Entscheidungsrunde? Du entscheidest, er soll anfangen. Du fängst an, Digga. Na gut, wie lange? Eine Minute. Okay. Okay, darauf kannst du Zettel und auch Stift verwetten. Dein Sound kratzt ab wie Politessen TÜV-Plaketten. Und schieb dem Typen liederweise Viagra in die Gangsterkimmel. Denn ich lasse ihn schlecht dastehen wie ein abgewichsten Rentnerpimmel. Du machst hier nicht mit wegen dem Spaß, sondern nur weil es um Geld geht. Das allein zeigt, du bleibst dumm wie 100 Meter Feldweh. Und ich mach's jetzt so wie alle. Deine Freundin, mein Bett. Doch ich bin fair, hier ist der Schlüssel, das ist dein Sex. Doch wo wir gerade von deiner Freundin sprechen, in ihren Röhrenjeans erinnert mich doch jedes ihrer Beine an einen Dönerspieß. Ganz ehrlich, bei mir schreien sie yeah, während sie deine Crew auslachen. So wie du Mucke machst, möchte ich mal Urlaub machen. Okay, bei mir schreien sie auch Berlin Nuts. Bei dir gibt's Reaktionen wie auf Two Girls One Cup. Ist die Minute immer noch nicht vorbei? 3, 2, 1, Mainz. Change! Ja, beruhigt euch, beruhigt euch. Respekt die Rappers. Zum Thema Freundin. Ich hab gehört, dass sie krass aus dem Poloch mief. Und zwar so, dass sich das krasse Ozonloch schließt. Also bitte, ist klar, dass ich keine Texte spuck. Scheiß Pirat, ich geb dir einen Haken, so wie Captain Hook. Okay. Und er lebt unter Wasser, so wie SpongeBob. Er ist so eine Pussy, macht Werbung für Tampons. Er denkt, dass er jetzt ankommt. Was steht da? Pete Philly. Ey, seine Freundin ist fett, man nennt sie Free Willy. Das ist alles Freestyle, ich muss nicht so wie du Texte spucken. Aber scheiß drauf, Dicker, du kannst Wasser meinem Gehänge schlucken. Aber bitte, du kannst weiter deine Texte spitten. Ich schleif deine Fresse über den Asphalt, wie deine Freundin ihre Hänge tippen. Ich werde gepumpt im Radio. Ich strangulier dich und häng dich auf, so wie Lampignons. Aber scheiß auf dich, deine zwei Eier sehen aus wie drei Champignons. Oder auch zwei. Die Hände für Pirate. Wow, das ist aber auf jeden Fall auf einmal anders. Es sind alle als eben. Ich will eure Hände sehen für Jack Dragon. Pirate. Herzlichen Glückwunsch im Finale. Du zuerst, wo du als erstes bist. Hey, als erstes will ich dir mal sagen, was für eine Bitch du bist. Denn du kaufst deiner Freundin heimlich den Lippenstift. Alles klar, Mann, ich bin jetzt richtig dran. Ich bin einfach so cool, ich geb einfach so an. Ich bin ziemlich arrogant, doch das hab ich so an mir. Komm mal her, du kannst was machen an mir. Scheißegal, ich bin jetzt wieder da. Leute sagen zu mir, du bist nicht nur das Tier, nicht der Star. Du fickst mich nicht, denn du siehst nicht brutal aus. Noch eine Leine und ich häng dich an deinem Schal auf.
Du kannst nicht mit mir ficken. Denkst du wirklich, du kannst was Besseres finden? Ha, lass das rappen im Club. Deine Bitch ist so billig, sie trägt Etiketten als Schmuck. Erzähl ich auf die Fratze nicht ankommt. Sie ist so durchgefickt, sie benutzt Matratzen als Tampon. Ja, alles klar. Ja, pass auf, guck mich mal an. Du bist zwar nicht ganz klein, sondern gut der Zwerg und hast alles nur geklaut wie dieser Gutenberg. Was ist mit dem Haus nochmal wieder klar? Es ist Mike und ich komm jetzt auch wieder klar. Ey, kann mir sagen, wer hat dieses Opfer gebucht? Gestern war er noch bei Schwiegertochter gesucht. Ja, was ist los? Ich mach dich einfach fertig. Junge, du hast ausgedient und du nervst mich. Ey, guck mal zu, wie ich diese Hure abballer. Er will ein Stop-Pro-Dealer, aber die sagen, Kurvas für Ballei. Okay, Mann, ja, jetzt ist Meeting Game Over. Du kannst kein Polnisch, Rubi Mieloda. Denkst du, dass du lustiger rappst? Wenn ich will, wirst du auch auf Russisch zerfetzt. Ja, ey, sei mal fair. Rapp mal Deutsch, Alter, yeah. Sei mal fair, Mann, ich versteh diese Sprache nicht. Doch nach dem Battle wirst du von mir in den Arsch gefickt. Dann darfst du Blasenfisch. Ich bin wieder dabei und ich weiß ganz genau, ich bleib beim Freestyle. Alles klar, ich brauch noch eine Zeile kicken und danach mit Mama und Freundin geh ich ficken. Ich scheiße auf dich und deine Lines, du Spast. Denn Costa hat noch nie Crime gemacht. Für mich ist das ein Kinderspiel, aber das, was ich rappe, das ist immer real. Was du rappst, ist nur bla 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 bla. Komm raus, ich verklopf dich mit paar Araber da. Ballerei, Ballerei, ja, ja, bang, bang, jalla, Ball. Okay. Ich bin Deutsch geblieben. Ich will eure Hände sehen für Crime, für Costa Crime. Ey, Bu hilft nicht. Bu hilft nicht, Freunde. Ich will eure Hände sehen für Tiersong. Hast du gezählt? 1-0. 1-0 für Tierstar, Freunde. Okay. Kommen wir zur zweiten Runde Text, Ladies and Gentlemen. Du hast eben angefangen, richtig? Tierstar fängt an. Schier! Schier! Ey, Tierstar! Hier, hör zu, ey. Ich scheiß auf deine Punchlines. Fick dich, du Vollspast. Du hast nichts drauf, Mann, weil du keinen Erfolg hast. Ja, Mann, ich bin das. Was ist passiert? Du hast dich über den Beat so sehr gefreut. Oh, Digga, hast du vier Takte? Alles klar, vier Takte. Hier. Vier Takte, Digga. This is Gamba Zamba. Okay, alles klar. DJP. Samba, Zamba, Rap-Shit, Technik's vom Feinsten. Ich bin da, um dich zu zerreißen. Das ist vom Feinsten. Ich beleidige dich und du gehst jetzt in die Verteidigung, du Bitch. Yeah, alles klar, ich hab den Text jetzt gekickt und hab dich damit gefickt. Ja, das war ein Text. Das war auch gefreestylt. Also hat er 6 und du nur 2. Gut. A cappella 1-1. Kommen wir zur A-Cappella-Runde. Schnick, schnack, schnuck, Alter, wer anfängt, und das ist hier sehr interessant. Okay, aber weil es Entscheidungsrunde ist, schnick, schnack, schnuck. Okay. A-Cappella, seid mal jetzt alle ruhig! Hey. Alles klar, du willst, dass ich anfange? Dann wirst du jetzt gefickt wie von einer Pumpgun. Ich komm jetzt vorbei und mach den Überfall, denn ich bin hier der Hahn im Hühnerstall. Guck dir die Mädchen an, die haben Bock auf mich. Und guck dir mich an, ey, ich kotz auf dich. Ich habe keinen Bock auf diese ganze Scheiße, weil ich dich mit einfachen Reimen einfach so zerreiße. Weiter geht's. Du hast eine Minute. Okay, alles klar, ich hab eine Minute. Wenn ich mit dir fertig bin, dann fängst du an zu bluten. Du solltest nicht booten, irgendwas mit Internet. Ich bin jetzt am Mikrofon mit Rap und komm überfett. Alles klar, ich bin einfach dabei. Und ich weiß ganz genau, ich komme mit Freestyle. Er hat mich erwischt, ich hab nicht so viel Texte parat. Doch das ist mir scheißegal, denn ich bin am Apparat. Und ich bin das erste Mal hier und das gefällt mir. Ich bin am Mic und du hältst mein Bier später für mich fest, weil ich dich damit zerfetze. Stopp! Eine Minute. Okay. Eine Minute. A cappella bedeutet, das ist alles erlaubt. Du hast loyale Homies, das ist immer gut. Das ist cool, finde ich auch. Ich klatsch mit. Okay, Freunde, eine Minute, Tierster. Alle Menschen sind Tiere im Herzen. Aber du planst es erst, wenn man dich im Rudel fickt. Und dann bist du geschockt wie ein Antisemit, der herauskriegt, dass er Jude ist. Ein Tier wie ich ist schlau, aber stellt sich manchmal dumm. Bei diesen außergewöhnlichen Exemplars ist es irgendwie andersrum.
Hör auf zu bellen, was ist mit diesem Hund eigentlich los? Laber keine Scheiße, ich bin lieber heimlich schlau als unheimlich doof. Hast du dich heute schon mal angeguckt, Mann? Du solltest von der Bühne kriechen. Bei dir ist alles umgekehrt, deine Nase läuft und deine Füße riechen. Machst auch immer nur das Gegenteil, der Cat plant es echt nicht. Er guckt auch immer reich und schön, denn er ist arm und hässlich. Glaub mir, an deiner Stelle wäre ich lieber früh gestorben. Du wirst von Tag zu Tag hässlicher und heute siehst du schon aus wie übermorgen. Aber es hat doch sein Gutes, zwar hasse ich den Penner, nur wenn man ein Bild von ihm im Flur hängt, bleiben wenigstens die Ratten im Keller. Glaubst du wirklich, dass nur eine deiner Story-Reime hier mich so dolle klatscht? Was los mit dir? Sei mal lieber froh, dass Johnny keine Gesichtskontrolle macht. Okay, ich möchte eure... Das ist jetzt Entscheidung. Ich möchte eure Helme sehen für Costa Crime. Ich will eure Helme sehen für Tierstar. Dicker, du bist das erste Mal am Start. Souveränes Halbfinale. Mach mal Krach für Crime, Costa